Moin Leute und willkommen zurück wieder zu Bravely Default in einem sozusagen Trainingspart. Und jetzt werden wir einfach mal ein paar Monster besuchen und hoffen, dass wir da schnell Levels steigen. Würde eher länger gehen, denke ich, da die Monster da nicht unbedingt stark sind. Aber was ich auch noch ausprobieren will, ist die eine Schriftrolle, die wir da gekauft haben. Die magische Schriftrolle da. Wo finden wir die denn? Bei Objekte oder was? Da haben wir einfach die Rüstung, Trank, Augentropfen, Wegglocke. Aber die Schriftrolle ist nicht da. Fähigkeiten. Da ist auch nichts. Wo ist denn das Ganze? Wenn wir wieder auf S gehen, kommt da etwas? Fortfahren. Nee. Zurück. Angriff. Gibt es da nichts, was ich sonst noch machen kann? Moment jetzt. Hä? Angriff. Ja, ich kann. Wie kann ich die eine Schriftrolle einsetzen? Hallo? Ich bin ganz ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Aber ich gehe da nachher kurz auf die Hilfe da. Zack. Und vielleicht gibt mir ja das ein bisschen mehr Infos. Mal sehen. Oder wir gehen mal da auf Fähigkeit. Vielleicht finden wir da etwas. Jobgeschick. Divers. Ich bin da eh noch ein bisschen verwirrt. Oh, echt jetzt? Magie. Weißmagie verwenden und... Aha. Nie Gruppenzauber möglich. Wieso kann ich ihr das nicht geben? Wieso geht das nicht? Muss die eine Magierin sein oder wie sehe ich das? Wir können ja Agnes in ein Weißmagier verwandeln. Sieht heiß aus. nicht da. Nee, Magie. Okay, sie muss eine Schwarzmagierin werden, damit wir ihr das alles geben können. Aber wir machen die jetzt wieder zurück. Also aus Agnes machen wir, oder Agnes machen wir dann eine Schwarzmagierin, denke ich mal. Aber die geht jetzt zuerst mal wieder auf Freiberufler zurück. Moment mal. Ach so. Nee, nichts. Ja. Gut, dann können wir leider die Magie dann noch nicht richtig einsetzen, da das eben Schwarzmagie ist und das hilft uns nicht viel weiter. Ja, wir kämpfen da noch, bis jeder ein Level-Up gemacht hat. Denn das hilft uns, denke ich mal, schon ein bisschen. Gut, Tiss hat ein Level-Up. Aber er lernt leider keine Fähigkeit oder so. Ich habe so das Gefühl, dass es noch höchst interessant werden kann, wenn die mal da mehrere Fähigkeiten oder so erlernen. Aber so wie es aussieht, wird das nichts. So, bitte. Geht einfach mal drauf. Und ja, wir bekommen relativ viele Tränke. Das heißt, wir können da wirklich noch unsere Items da farmen. Gegner erscheinen relativ schnell, da ich ja 100% eingeschaltet habe. Also, dass die Gegner sehr oft erscheinen auf jeden Fall. Und es gibt uns ein wenig Erfahrungspunkte. Und Tränke. Mit jedem abgeschlossenen Kampf bekommen wir einen Trank. Und jetzt haben wir sogar vorhin einen Supertrank bekommen. Das heißt, das kann uns wirklich sehr helfen, da wir später noch relativ viele Schwierigkeiten haben werden, denke ich mal. Ja, und dann müssen wir wahrscheinlich auch mehr mit Default und Brave arbeiten. So. Komm, Agnes und... Wie heißt er? Tinkerbell? Nee, Trinkerbell, oder? Ringerbell heißt er. Ja, tut mir leid, ein komischer Name. Kann ich ja auch nichts machen dagegen. So, Agnes steigt auf Level 6.
Aber auch die erlernt nicht. Aber ne, nichts. Ah, mein Gott, was ist los? Auf jeden Fall gehen ja auch die Stats in die Höhe. Also KP, Angriff und so weiter. Und ja, das ist ja eigentlich auch relativ nützlich. Los, nimm das. So, dem fehlen... Ah, du hast Aufputscher erlernt. Okay. Hä? Aber das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Da steht 95 von 120. Wieso ist er ein Level aufgestiegen? Nee, es war wahrscheinlich nicht das Level, sondern das Level vom Beruf. Also der Mönch stieg dann, ja, hundertprozentig. Da bekommt man ja immer nur ein Stück, also ein JP. Keine Ahnung, was JP heißt. Also Japan natürlich, aber in dem Spiel denke ich nicht, dass es Japan heißt. Also, wie viel fehlen dem noch? Noch 15 bis zum nächsten Level ab. Also, komm, machen wir noch gleich. Wir können uns eigentlich schon langsam auf den Weg dorthin machen. Weil es kommen ja dort auch noch ein paar Gegner. So, noch 9 Stück. So, geht er erstmal raus. So. Laufen wir also eben mal langsam dorthin, wieder in den Dungeon. So, zuerst kriegen wir dieses blaue Schleimding ins Kirchen da. So, noch 5 Punkte und der steigt endlich ein Level. Vielleicht lernt der da irgendetwas, bezweifle ich aber wer weiß. Niemand weiß. Gott weiß. Aber wir nicht. Ja, Sachen gibt's eben. So, das sollte reichen. Nee, ach, noch einen Punkt, willst du mich verarschen? Mein Gott. So. Und nehmen wir an, da drin ist es wirklich schwierig, dann setzen wir die Monster-Begegnungen auf minus 50%. Dann erscheinen da wirklich weniger. Und ja, kommt bestimmt ein bisschen besser. So, auf jeden Fall ist er jetzt auch Level 6. Und wir können da bei der Taktik, da Einstellungen, Schwierigkeit, Monsterhäufigkeit auf, ups. Ach. Null? So. Gut, dann können wir jetzt da reingehen und wieder uns ins Gefecht stürzen. So. Gibt es irgendeine Schatztruhe oder so? Nope. Auch da gibt es sonst nichts. Also gehen wir wirklich mal darauf. Ach, schon wieder? Also, nee, schon wieder. Oh, Brave-Angriff vom Gegner. Das tönt irgendwie relativ hart, ganz ehrlich gesagt. Wir setzen da mal Default ein, Default und mit Ringer Bells, nee, nicht Brave, Fähigkeit, Faustkampf, auf, können wir da nicht, erhöht Angriff für 2 Runden, kann aber fehlschlagen. Ein starker, aber wenig präziser Schlag. Ja, müssen wir eigentlich nicht machen. Moment kurz. Dann werden wir mit Tiss eben Diagnos auf Ork Anführer machen, damit wir einfach mal wissen, wie viel Leben der hat. Oh, Moment. Oh. Ach du. Alter, die sind so stark. Das glaubt man ja nicht. Tut echt weh, Mann. So. Dann machen wir mit der am Behandeln. Ja, komm. Wir setzen einmal Behandeln auf Tiss ein und einmal greifen wir den Ork-Anführer an. Und, ja, zweimal greifen wir den an. Und mit ihm machen wir auch Brave. Greifen den dreimal an, natürlich. Und mit ihm machen wir auch zweimal Brave. Aber einmal setzen wir stark Schlag ein. Und einmal setzen wir... nee, das nicht. Greifen wir normal an. So. Ach, na klar. Ah, du bist sehr stark. So. Dattil. Aua. Aua. Nein. Mann. Oh, wieso ist er jetzt gestorben, ey? So, nimm das. Sollte eigentlich reichen, hoffe ich. Aua. Ja, sehr schön. Oh, Mann, nee, jetzt im Ernst, wieso ist er gestorben?
Oh, das glauben wir ja nicht. Wenn ihr Phönixpferde wären. Na, Moment, ich habe ja eine. Glaube ich. Ja. Leider gehen die HP nicht. KP auf 1 oder TP. Wie auch immer. Denn dann könnte man einfach einen Trank einsetzen, aber. Ja, das geht jetzt nicht. Dann setzen wir auch gleich einen Trank für jeden von denen ein. Oh, echt, die sind echt stark da. Ich hoffe, wir finden da Phönixfedern und so. Komm schon. Silberbrille ist ein Item. Moment. Ausrüsten. Ringerbell. Hier unten. Was macht das? Verformte Brille, die gegen Blindheit immunisiert. Ja, können wir von mir aus ausrüsten. Wieso denn auch nicht? Er steigert zwar nichts anderes, aber ja. Besser als gar nichts natürlich. Ein Schalt. Ach, komm. Bitte nicht drei Gegner. Mann, das wäre schon ein bisschen zu viel. Schon wieder Brave-Angriff. Ja. Was machen wir? Die machen mir ganz ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Wir haben. Jeder hat ein BP. Wieso hat jeder ein BP? BP. Naja. Egal. Wir machen mit ihr mal. So, zweimal Brave. Und zuerst gehen wir auf den Ork anführen natürlich. Auch hier zweimal Brave. Natürlich auch wieder auf den Ork anführen. Und falls sie für mich da ein paar gute Tipps hat, wo ich da im Kampf anwenden kann, werde ich sehr froh darüber, denn. Ich wette, da gibt es. Ah, oh, wieso fehlt der noch? Mein Gott. Also. Ja, okay, der ist wenigstens mal tot. Autsch. Alter, da Damage, Mann. Da Damage. Ja, gut, machen wir da gleich viermal Brave. Das sollte eigentlich reichen. No risk, no fun, ne? So, nee, das sollte wirklich reichen, ohne dass die mich gleich erledigen können. Also nimm das. Autsch. Ja, sehr schön, hat gereicht. Ja, gut. Steigt da jemand ein Level? Nope. Schade. Dann heilen wir mal. Oh, Moment. Ups. Objekt. Trank auf den und auf die. So, betätigen wir mal den Schalter da. Dann geht die Tür da auf und das heißt, wir können da mit der Treppe nach oben gehen. Ah, zum Glück. Kaum kein Gegner. Ja, es ist nämlich ein Wunder, ob das Ganze groß ist oder nicht. Oh, ein Schatz. Oh, sehr schön, eine Phönixfeder. Verbündete dürfen zuerst schlagen. Ja, ich denke mal, das ist gut so. Ja, setzen wir lieber zuerst einmal bei jedem Default ein. Gut, das war ein freier Default. Also. So. Greifen wir den Organführer an, natürlich. So. Und mit ihm, ja, greifen wir natürlich auch gleich. Ey, Moment. Ach, verdammt. Shit. Haben wir vergessen, Ringerbell brave zu machen. Autsch. Okay, die sind auf jeden Fall nicht so stark. Ha! Seht ihr? Blenden hat er eingesetzt. Und wir haben ja eine Brille da an, die uns davor schützt. Also kann wirklich sehr nützlich sein. So, das sollte eigentlich reichen dort. Jetzt setzen wir noch mit dem Brave ein. Machen wir mal so. So. Gut, der wäre tot, der wäre auch tot. Ah, okay. Die wurde jetzt geblendet. Es ist mir ein Wunder, ob die jetzt auch, obwohl der Kampf fertig ist, immer noch geblendet ist. Mal sehen. Ja. Das heißt, wir haben da Augentropfen. Diese Lösung wirkt gegen Blindheit.
Ja, fein. Gut. Jetzt gehen wir mal da durch. Links können wir nicht weiter. Da gibt es einen Schalter und da oben ist noch etwas. Glaube ich. Also sieht so aus. Aha. Ein Schatz. Habe eigentlich nicht das gemeint, aber egal. Egal. Echo Kraut, keine Ahnung für was. Ah, wir dürfen schon wieder zuerst. Oh shit, drei von denen, die sind relativ stark. Wir setzen da mal das ein und behandeln auch gleich Tiss und greifen dann den Ork-Anführer zweimal an. Auch mit ihm machen wir da Kamikaze-Angriff auf den. Und mit ihm machen wir Faustkampf aufputschen. Und dann noch angreifen zweimal auf den Ork-Anführer. So, nimm das. LOL. Also wieso so wenig Damage? Alter. Ja, na klar. Oh. Ja, die heilen wir nachher dann. Bray. Oh. Was habe ich jetzt? Ach. Oh. Nee, nicht flüchten, Alter, nicht flüchten. Wir greifen da den Ork da an. Ah, Moment. Mit ihm machen wir auch Brave und greifen den mal an. Die sind ja nicht so stark, nur die Anführer sind eigentlich so stark. Aua. Stirb. Oh, geht doch. Okay. Agnes hat keine Erfahrungspunkte bekommen, weil sie gestorben ist. Ein bisschen blöde ist das schon. Aber kann ich auch nichts dagegen machen. Ah, Moment, zuerst heilen wir mal Phönixfeder auf Agnes und dann noch Trank auf ihn und auf, nee, doch, komm, egal, wir haben noch 10 Stück, sollte, glaube ich, schon reichen. Da gibt es noch einen Schatz, da können wir nicht gleich durch. Das heißt, wenn hier der Schatz ist, ist links weg, locker schon wieder. Okay, schon wieder. Wir haben, glaube ich, schon jetzt 3 Stück mit dem. Brave-Angriff von Verbündeten. Nice, nice. Also, wir gehen gleich auf den Ork-Anführer natürlich, wie immer. So, nimm das und nimm das. Und noch mit ihm. So. Both. Zum Glück halten die da nicht so viel aus. Oh, sehr schön. Ohne Damage zu nehmen. Das ist nicht mal nice. Augentropfen haben wir erhalten. Gut gegen Blindheit. So, Schalter betätigen. Türe öffnen. Und ich denke, da geht es irgendwo nach unten. Muss ja fast. Ja, da. Sehr gut. So, da können wir gleich nicht durch und da kommt schon wieder ein Gegner. Also ihr müsst mich sagen, ob ihr so viele Gegnerbegegnungen sehen wollt oder nicht. Denn wie gesagt, ich kann ja das minus 50% setzen und dann kommen nicht mehr so viele. So, wir setzen da zuerst mal Default ein. Autsch. Und ja. Brave. Dann heilen wir zuerst einmal Agnes selber und greifen den Ork-Anführer an. Nein, 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 so. Noch einmal. Und mit ihm machen wir Brave. Da ich eigentlich, jawohl, ne, komm. Wir greifen auch wieder Ork-Anführer an. So, so, so. Und auch mit ihm Brave ohne irgendeine Fähigkeit einzusetzen, greifen wir den an. Oh, sehr schön, der wäre tot. Zack. Aua. 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 So, gut, der wäre auch tot. Autsch. Autsch. Ja, sollte reichen, mit jedem einen Angriff. Ja, okay, ne, der geht voll auf Verteidigung.
Okay, noch einmal jeder einen Angriff. Ja, jetzt hat es gereicht. Ach, schon wieder. Ah, doch. Ah, neue Joblevel für Tiss. Du hast die Hilfsfähigkeit Wünschelroute erlernt. Ja, wir gehen gleich mal die Jobs anschauen, die der da jetzt hat. Job, oder doch, ja. Freiberufler ist Level 3. Ach so, da unten. Zeigt die Anzahl geschlossener Schatztruhen in Labyrinthen auf der Karte an. Okay, also wie ein Kompass eigentlich. Nice. Was macht Weißmagie? Nutzung von Weißmagie Stufe 1 möglich. Vita, Atoxi und Blindner können ohne passende Schriftrollen... Ah, okay, eben, da braucht man die Schriftrollen. Aber ich will eigentlich lieber Dunkelmagie haben, ganz ehrlich gesagt. Naja, Moment, wir heilen da noch kurz. Und zwar die... Okay, alle drei einfach. Normal eben. So, dann... Hier gibt es eine Schatz... Da oben gibt es auch Magierkiller. Was macht das genau? Objekt. Ausrüsten. Ist ja ein Schwert. Magierkiller. Steigt den Angriff. Ja, nehmen wir natürlich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, sonst haben wir da, glaube ich, nichts, oder? Nö. Also, der ist ein bisschen stärker geworden nun. So, gib mir den Schatz da oben. Trank. Sehr schön. Tränke sind immer gut. Die sind natürlich nützlich. Verbündete dürfen zuerst zuschlagen. Gut, dann gehen wir doch zuerst auf Default mit jedem. Damit wir da eigentlich fast einen freien Brave bekommen. Und es sind alles normale Orks, also greifen wir den einfach gleich mal an. Auch mit ihm. So. Zack. Okay, der hat etwa 100 Leben. Der andere hat ja nur etwa 83. Okay, von mir aus. Eines ist aufgestiegen. Nice, sehr nice. Gut. Schalter betätigen. Aber bevor wir da jetzt weitermachen, werde ich den Part beenden. Und ja, dann sage ich mal einfach, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann werden wir wohl den einen komischen Magier da, den Dunkelmagier eben besiegen, und das heißt, wir werden auch die dunkle Magierfähigkeit bekommen oder den Job einfach. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt, wie gesagt, den Part hier beenden und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann!